Yo Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute werden wir einen leckeren Schweinegulasch zaubern. Und zwar habe ich hier 600 Gramm Schweinenacken, ne? Wunderschön. Dann habe ich hier rote und gelbe Paprika, so als Eyecatcher und natürlich auch für Geschmack. Knoblauchzehe, Lorbeerblätter, Zwiebel, Tomatenmark, Kümmel und natürlich Paprikapulver aus Ungarn. Danke an meinen Freund, der das mitgebracht hat. Grüße gehen raus. Und ja, da würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Als allererstes fangen wir natürlich mit der Zwiebel an. Einfach halbieren, wie ihr seht. Und dann in etwas dickere Streifen schneiden. So, das machen wir jetzt natürlich mit beiden Zwiebeln. Also in Ungarn nehmen die genauso viel Zwiebel wie Fleisch. Also im Prinzip müsste ich jetzt 600 Gramm Fleisch, Zwiebel nehmen. Aber ich habe jetzt hier 600 Gramm Fleisch und 400 Gramm Zwiebel. So, jetzt geht es auch weiter mit unserer Paprika. Die werden wir einmal länglich halbieren. Dann das Kerngehäuse entfernen. Und die Plazenta, glaube ich, heißt es. Ich weiß gar nicht, wie man das Weiße hier nennt. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Kurz ausklopfen, dass es da wirklich sauber ist. Und dann werden wir in Streifen schneiden. Und dann in etwas kleinere Würfel. Ich versuche gerade so zu schneiden, damit man das in der Kamera sieht. Aber irgendwie sieht es auch total bescheuert aus. Ich werde auch übrigens nur eine halbe nehmen. Also eine halbe gelbe Paprika und eine halbe rote. Sonst wäre es zu viel. Aber ich nehme es einfach so als Eyecatcher, damit es wirklich schön bunt aussieht. Und die gelbe schneiden wir natürlich genauso wie die rote. Ihr könnt aber auch gerne natürlich zwei Paprika nehmen. Also eine volle, also eine ganze gelbe und eine ganze rote. Den Knoblauch schneiden wir einfach in kleine Würfel. Oder eben einfach nur klein schneiden. Muss jetzt nicht unbedingt Würfel sein. Ihr könnt es auch durch die Knoblauchpresse lassen. Wie ihr wollt. In meinem Fall, wie ihr seht, schneide ich es einfach nur klein. So, da kommen wir auch schon zu unserer Hauptkomponente, und zwar dem Fleisch. Wie gesagt, ich habe hier Schweinenacken. Die werde ich jetzt in Gulaschgröße schneiden. Und zwar erstmal eine Scheibe schneiden. So, jetzt habe ich hier drei Scheiben, wie ihr sehen könnt. Und die werden wir jetzt einfach würfeln, indem wir es länglich einschneiden, beziehungsweise nicht einschneiden, sondern wirklich durchschneiden. So, und jetzt nochmal drehen. Und jetzt, wie gesagt, in Gulaschgröße, Gulaschgröße schneiden. So, da kann auch wieder alles zurück in den Teller. Wenn ihr Sehnen findet, solltet ihr natürlich entfernen. Bei mir sind es halt wirklich nur so Fettstücke. Das macht nichts aus. Die lasse ich auch dran, damit es schön saftig bleibt. Ihr solltet auch versuchen, gleich große Stücke zu schneiden, damit sie dann natürlich auch gleichzeitig fertig werden. So, jetzt haben wir auch alles geschnitten, was zu schneiden gibt. Jetzt können wir das Schneidebrett wegräumen und zum Anbraten kommen. So, hier habe ich eine Pfanne. Da, wo die Beschichtung ja nicht mehr vorhanden ist, sage ich jetzt mal. Das brauchen wir auch, damit wir schönen Bratenansatz bekommen und somit auch schöne Röstaromen. So, jetzt warten wir, bis die Pfanne heiß ist und dann können wir unseren Fleisch dazugeben. So, meine Pfanne ist jetzt soweit. Da gebe ich jetzt ein bisschen Rapsöl mit rein. Ich habe übrigens die Pfanne auch voller Stärke. Jetzt gebe ich hier unser Fleisch mit dazu. Und wenn ihr mehr Fleisch haben solltet, solltet ihr es auf zwei verteilen. Die 600 Gramm sind jetzt schon grenzwertig, aber es geht. Jetzt solltet ihr es nur schön verteilen. Und dann wirklich eine Zeit lang nichts machen, damit die Pfanne wieder aufheizen kann. So, wenn das Fleisch keine rohen Stellen mehr hat, können wir schon mal würzen mit Salz und Pfeffer und dann von unserem leckeren Paprikapulver ungefähr einen halben Teelöffel. Das vermischen wir jetzt. Dabei solltet ihr aufpassen, dass es nicht anbrennt, sonst schmeckt es bitter. Dann habe ich hier einen Topf, indem ich das Ganze schmoren lasse. Da werde ich das Fleisch jetzt rausnehmen und alles hier reinpacken. So, jetzt haben wir hier das Fleisch schön gewürzt. Hier haben wir unseren Öl mit dem Paprikapulver und mit dem Bratenansatz. Jetzt schalte ich ein bisschen runter, damit das Paprikapulver nicht anbrennt. Und jetzt gebe ich unsere Zwiebeln dazu. Wir werden jetzt hier alles schön anschwitzen, damit alles ein bisschen Geschmack bekommt.
und dann zum Schluss mit Rotwein abwischen und den Bratenansatz abkratzen. So, auch die Zwiebel bekommen jetzt langsam Farbe, wie ihr seht. Jetzt werden wir unseren Knoblauch dazugeben, einmal kurz verrühren und dann unseren Esslöffel Tomatenmark dazugeben. Auch gleich mit anschwitzen, aber auch hier Vorsicht, es darf nicht anbrennen, also es darf nicht schwarz werden. Ein bisschen Farbe darf es bekommen, soll es auch, aber wie gesagt, nicht anbrennen. Und auch hier nochmal einen halben Esslöffel Paprikapulver. So schön einarbeiten und wie ihr sehen könnt, der Tomatenmark bekommt ein bisschen Farbe, ist aber nicht zu dunkel. Und genau so wollen wir es haben. Und jetzt seht ihr auch hier diese nicht beschichtete Pfanne. So, jetzt seht ihr es auch besser. Das ist der ganze Bratenansatz. Da ist auch der ganze Geschmack drin. Da geben wir jetzt unsere zwei Lorbeerblätter mit dazu. Und jetzt werden wir es mit einem trockenen Rotwein ablöschen. Und dabei können wir jetzt den Bratenansatz einfach lösen. Und jetzt seht ihr auch natürlich schon die Farbe. Eine wunderschöne Farbe. So, wenn der Rotwein jetzt reduziert worden ist, könnt ihr das gerne nochmal machen. Wenn ihr allerdings es nicht mit Rotwein machen wollt, beziehungsweise ohne Alkohol, könnt ihr in diesem Fall einfach Brühe nehmen. Ob das jetzt eine Gemüsebrühe ist oder eine klare Brühe, das ist euch überlassen. Hauptsache, ihr könnt den Bratenansatz lösen und das kriegt ihr nur mit der Flüssigkeit hin. Wenn es arg angebrannt ist, also der Bratenansatz, also im Grunde jetzt schwarz, dann solltet ihr das nicht mehr entfernen, wenn es zu viel ist, weil dann schmeckt es nicht. So, das sieht jetzt hervorragend aus, wie ihr seht. Schöne Farbe, die Zwiebel haben gut Geschmack bekommen und auch abgegeben. Der Bratenansatz ist gelöst und jetzt werden wir hier alles zu unserem Fleisch mit dazugeben. So, und wenn ihr jetzt alles im Topf habt, so sieht das jetzt in meinem Fall aus, also wirklich sehr gut, dann werden wir jetzt alles mit klarer Brühe auffüllen. Mit Kümmelwürzen einmal nochmal vermischen. Also wenn eure Flüssigkeit dann schmeckt, also wenn ihr genug Salz, Pfeffer und Kümmel und so dran habt, dann könnt ihr es auf mittlerer Stufe erstmal köcheln lassen. So, nach einer Stunde ist mein Gulasch jetzt fertig. So sieht das aus. Also wirklich sehr, sehr lecker. Habt gerade noch mal probiert. Jetzt könnt ihr die Lorbeerblätter entfernen. Übrigens, die Paprika habe ich erst nach einer halben Stunde dazu gegeben, damit sie nicht ganz so matschig sind, sage ich mal. Da ich die Soße bzw. die Flüssigkeit hier ein bisschen kompakter haben möchte, werde ich jetzt ein bisschen mit Speisestärke abbinden. Wichtig dabei ist, dass ihr erst abbindet, wenn das Fleisch schon weich ist. Ihr seht auch schon die schöne Farbe, also wirklich perfekt gelungen. Und jetzt könnt ihr auch mit Salz, Pfeffer und Muskat nochmal abschmecken, damit es wirklich perfekt ist. Und dann ja, können wir auch schon anrichten, weil die Flüssigkeit, also die Konsistenz, ist jetzt bei mir so, wie ich es haben möchte. Nicht zu kompakt, aber auch nicht zu flüssig, zu dünn. So, dann lasst uns mal anrichten. Ich habe hier ein paar Knöpflis. Das ist jetzt nur der Anrichteteller natürlich. Ihr macht so viel, wie ihr möchtet. So, und dann nochmal ein bisschen Garnitur oben drauf. Und dann kann sich das Ganze auch schon sehen lassen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn es so ist, lasst mir doch ein Like da. Ansonsten könnt ihr auch ein Abo da lassen natürlich. Würde mich auch freuen, damit ihr keine weiteren Videos von mir verpasst. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns die Tage nochmal. Bis dann. Ciao.